Ah. Gott sei Dank. So, dann schauen wir mal. Secret Bonus Level. Düt, düt. 7 Stern? Was? Gut, wir gucken erstmal hier. Talos, menschliches Blut. Archiv wichtig, 6N. Punkt IMG, das ist Bild. Okay. Erstmal Talos. Absender Alexandra Drennan. An Noematik-Verteiler. Betreff Talos-Prinzip. Habt ihr schon mal vom Talos-Prinzip gehört? Das ist ein uraltes philosophisches, oder ein altes philosophisches Konzept, das sich mit der Unmöglichkeit der Realität zu verleugnen befasst. Egal was du auch glaubst, wenn du zu viel Blut verlierst, wirst du sterben. Ich glaube, das trifft mehr auf unsere Situation zu, als wir zugeben möchten. Wir können unsere Augen zukneifen und behaupten, dass alles in Ordnung sein wird. Aber das wird nichts an dem ändern, was tatsächlich mit unseren... Alter, da ist so viel Text. Ich tippe das doch jetzt nicht alles ab, um zu wissen, was da steht. Jetzt, wo ich weiß, wie es gehen würde. Oh, vielleicht mache ich es doch. Ist da was? Vielleicht mache ich es doch. Warte mal. Internet. Wo habe ich es denn da? Ja. Nein, Nummern zu Text. Talos-Prinzip wieder auf. Kann eine Weile dauern. Wobei, warte mal, das erste kriege ich noch schnell hin. E6F20 6D 61 6E 20 69. Ja, das E ist vielleicht falsch. Oh man, I. Aha. Gut, macht schon mal keinen Sinn. Ich guck mal, ob der lange Text Sinn ergibt und dann sehen wir uns wieder. Das kann ein bisschen dauern, die ganzen Zahlen da reinzuhauen. Ja. Bis gleich. Okay, ich glaube, ich kann das hier schon abbrechen. Das ergibt nur Kauderwelsch. Das bringt nichts. Okay, das ist nicht das Rätsels Lösung. Das darf man anscheinend wirklich nicht einfach nicht lesen können. So. Ich denke, dass es unsere Pflicht als Wissenschaftler ist, der Wahrheit ins Auge zu schauen und uns die wichtigste Frage von allen zu stellen. Wie können wir helfen? Ich denke, ich habe eine Idee. Grüße, Alexandra. Okay, aber es war ein Versuch wert, das mal zu übersetzen eventuell. Aber gut, es sollte nicht sein. Manche behaupten, dass unser Blut aus unendlich vielen lebendigen Akteuren besteht, die die Haupt- und Nebenstraßen unseres Körpers auf- und abschreiten, sowie Menschen in den Straßen einer Stadt. Hat da jemand schon vor der Zeit Cells at Work geguckt? Eine Generation geht von uns, eine andere komme. Aber die Erde bestehe auf ewig. Funktion, Und der Schlaf der Stadt lebensgleich, mit allen Veränderungen im Blutkreislauf. Butler Samuel. Wir irren uns, wenn wir eine komplizierte Maschine als ein einziges Objekt betrachten. Tatsächlich handelt es sich um eine Stadt oder eine Gesellschaft, in der jeder Bürger wahrhaftig gemäß seiner Bestimmung erschaffen wurde. Archiv wichtig. Absender Arkady Tscherniszewski. Uni an 504 Empfänger. Betreff Archiv. Ich fasse mich kurz. Sie wissen alle, wer ich bin. Also wissen Sie auch, dass ich weiß, wovon ich rede. Mir ist klar, dass sie alle an Projekten arbeiten, die irgendwie die uns bevorstehende Katastrophe abwenden sollen. Aber sie alle müssen zugeben, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass keiner von ihnen genug Zeit haben wird, um eine Lösung zu finden. Ich glaube, dass wir die Möglichkeit eines Massenaussterbens oder beinahe Aussterbens nicht ignorieren dürfen. Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten. In anderen Worten, wir müssen versuchen, die nicht-biologischen Elemente unserer Zivilisation zu erhalten, in der Hoffnung, dass sie in der Zukunft von anderen, einheimischen oder außerirdischen, intelligenten Lebewesen entdeckt werden. Mir ist klar, dass keiner von uns es gewohnt ist, in diesen Größenordnungen zu denken, zumindest nicht, was praktisch anwendbare Lösungen angeht. Aber wenn wir die Menschheit wahrhaftig schätzen, dann müssen wir so schnell wie möglich handeln. Im Anhang finden Sie eine genauere Erklärung meines Vorschlags, aber hier die Zusammenfassung. Die Schaffung mehrerer Archive, aus Gründen der Redundanz, an sicheren Orten, die in digitaler Form möglichst viele Informationen über unsere Spezies, einschließlich aller kulturellen Werke, wissenschaftlichen Erkenntnissen, Geschichte, DNA, wie in der vorgegebenen Zeit gesammelt werden können, enthalten. Dies wird ein großes globales Unterfangen. EL wird offensichtlich eines der Fehleranhang fehlt. Und jetzt haben wir noch eine Bilddatei eigentlich. Der Turm. Ja, das ist ja unser großes Endziel, ne? Der Turm ist unser großes Endziel. Okay, wir haben ein zusätzliches Level und noch mehr Rätsel. Yay! Vielleicht, yay. Vielleicht auch nicht, yay. Eine Nachricht. Oh, hier war schon mal jemand. Wenige kommen soweit, aber ich glaube, dass wenn wir den kommenden Generationen wirklich helfen wollen, wir die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln müssen. Selafiel, das ist doch einer der Wächter. Boah, was nehme ich denn? Ist ja eigentlich auch egal, wa? Im Übrigen kann man tatsächlich auch diese QR-Codes ganz normal übers Handy mit einem QR-Code-Scanner scannen. Da kommt dann halt der Text raus, der da steht. Eine Axt. Da oben ist ein Gemma. Gut, ich stelle sie erstmal wieder zurück. So halbwegs. Eine Axt. Doofe, doofe Miene. Ah. Ey, schade, hätte klappen können. Da brauche ich einen Schlüssel. Doofe, doofe Miene. Da ist die Mine. Da sind die Schlüssel. Ich brauche einen Gemma. Aber ich habe hier keinen. Gemma, und durch diese Tür kann ich auch von draußen keinen mitnehmen. Und da steht auch keiner irgendwie etwas weiter oben. Im Gebüsch steht auch keiner hoffentlich. Nein. Also, was heißt, da steht keiner hoffentlich? Da steht halt auch keiner so. Das hier macht die Mine auch nicht bumm, um das hier vielleicht zu lösen. Ich brauche die Schlüssel. Okay, ich gucke mir erstmal alle Level an. Im Zweifelsfall. Und dann gucke ich, ob ich sie gelöst kriege irgendwie im Nachhinein. Gleichzeitig gucke ich mich natürlich auch noch hier draußen um. Nervenschrotter. Meine Nerven oder wie? Okay. Ich könnte 2 Minen aussperren. Dich könnte ich erstmal kurz da festsetzen. Du musst bitte draußen bleiben. Ja, ja, halt's Guschen. Okay, eigentlich würde ich euch tatsächlich gerne aussperren. Dann muss ich die da aber erstmal irgendwie loswerden. Warte, 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 warte. Du bleibst draußen. Du musst leider draußen bleiben. Der Jammer steht drin, okay. So, dann sperre ich die jetzt gleich aus. So, Seifu. Das sind 3. Die beiden außen kriege ich nicht los. Hier reinlassen. Große Preisfrage. Geht die hoch, wenn ich hier ganz am Rand stehe? Nein! Ja, ich will dich da auch noch rauslassen. Keine Angst. Jetzt. Oh! So, euch erstmal im Wechsel kriegen. Ja. Dann nehme ich hier die Tür. Die Tür, weil ich das mittige Ding auf jeden Fall wieder hier durchkriegen muss. Und dann kriege ich graue Blöcke. Okay. So, und dich muss ich jetzt auch noch irgendwie da rauskriegen, ja? Nein! Das hat nicht geklappt. Ah, ich will auch keine wieder unnötig reinlassen. Toll, jetzt fährt die da einmal so weit. Ich sollte vielleicht hier erstmal wieder dann zumachen. So, und zu. Dann fliegt die nicht so weit. Nein! Jetzt aber. Oh, meine Fresse. Ich könnte dich da hinten nochmal erstmal festsetzen, was mir so nichts bringt. Puh. Ey, jetzt muss ich es erstmal kurz festgesetzt lassen. Bleibt doch mal ganz unruhig, Freunde. Ich wollte gerade noch zur Seite ausweichen. Oh. Okay, also ich weiß, wie es geht. Nervenschrotter ist schon ganz richtig, ja. Ich weiß, wie es geht. Es wird noch eine Weile dauern. Wir sehen uns, glaube ich, wieder, wenn ich es fertig habe. Gott. Gibt es hier noch irgendwo eine Nachricht für mich? Nicht. Okay. Schade, aber gut. Oh Gott. Nervensprenger trifft es ganz gut, ja.